Guten Tag, herzlich willkommen und moin moin, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid zum LS22 Nordfriesischer Marsch, vierfach Spoiler-Alarm. Guten Abend, moin moin. So, es sind keine kaufbaren Flächen, und wo ich das jetzt gerade drauf hingestellt habe, ist ja praktisch die Map-Fläche, ne? Die habe ich ja eh irgendwann mal gekauft. Die meisten werden sie gerade im weiteren Spielverlauf ja wahrscheinlich mal gekauft haben hier, ne? Oder habe ich? Ne, habe ich gar nicht. Kannst du so platzieren. Habe ich ja gar nicht. Ich habe ja nur hier das Bankgelände. Bank habe ich gekauft. Ich dachte, das Land gehört mir. Das wundert mich jetzt eigentlich, dass es geht tatsächlich. Naja, genau. Wahrscheinlich war es doch Freiplatzierungsmodus. Leuchtturm Gaming, dein Defense Sub Stufe 3 im 21. Vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, hier, also Milch ist nicht mehr viel zu holen. Da kannst du ja trotzdem mal zur Molkerei fahren. Vielleicht kriegen wir es gerade so rausgedrückt da aus der Bedarfsliste. Wenn nicht, dann nicht. So. Dem, ja, so viel ist es ja nicht. Das hätte ich eigentlich auch mit einem kleinen Transporter machen können. Stichwort da diese Pellets, ne? Ich will jetzt, wie gesagt, gucken, dass wir die Liste noch ein bisschen kürzer kriegen. Ich weiß gar nicht, was habe ich hier eigentlich alles eingelagert. Ja, ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit. Da kann man was von loswerden. Ich muss den erst auf Ballen einstellen, ansonsten hängen wir hier gleich, wenn ich jetzt irgendwas aufladen will. Mit 240er Ballen in Quaderform. Ich muss auch mal sehen, dass ich die Lager langsam ein bisschen umverteile, leer kriege, wie auch immer. Es gibt ja viele Produktionen, die auch gut was haben könnten. Ballen. 40 Ballen. Ballen. 120.000 wird geladen. Mich eigentlich interessiert, ist das eigentlich alles oder habe ich noch irgendwo mehr? Gibt es überhaupt eine Liste? Schwarz, ne, das war's dann. Dann soll das mal so. Nö, muss ich nicht kaufen, das Land. Müsste ich kaufen wahrscheinlich, wenn ich da jetzt was abladen wollen würde. Ne? Wenn ich jetzt wahrscheinlich mit dem irgendwas abkippen möchte, könnte sein, dass ich es dann nicht nehmen möchte. Sonst muss man sie ja immerhin platzieren, wo im Land gehört, ne? Gibt ja sonst auch genug Möglichkeiten. Diesen auf jeden Fall muss ich noch wegkriegen. Separator, also Mist vielleicht noch bei der. Zumindest bei einem von den beiden. Ich meine, Mist war bei der Düngerproduktion und beim 2-Megawatt-Anlage. Und es steht tatsächlich noch 12 weitere, ne? Ja. 12 weitere ist echt viel. Also die verbraucht auch nicht viel Strom, ne? Die Recyclinganlage. Ich hatte 1000, glaube ich, eingekauft. Das reicht dann schon für 2 Tage. Und gleich zur nächsten vollen Stunde kriegen die hoffentlich so viel Strom zugeteilt, dass sie dann raus sind aus den Listen. Muss ich mal gucken. Ich heiz jetzt so ein bisschen mit dem durch die Gegend. Unterwegs.
Kann der nicht eigentlich auch auf Plattform abladen? Kann er nicht, oder? So. Das weiß Pascal bestimmt auf Anhieb. Würde ich jetzt mal schnell diese paar Stroh-Pellets ab. Produktionsinfo hat, mit dem hängt das zusammen. Sehr gut. Eigentlich nur Stroh und Kalkschnitzel? Ja, ich glaube schon, ne? Dann Luzerneheu auch. Stroh. Und Kleeheu ist auch hier. So, Strohpellets. Dann nehme ich auch gleich die Holzpellets mit. Heupellets können wir vermutlich verkaufen. Ein paar Euros in die Beine zu verdienen, kann nicht schaden, ne? Danke dir für den Follow. Vielen, vielen, vielen Dank. Ist ein bisschen knapp. Hatte ich schon mal optisch gemacht und bin zum Schluss gekommen. Das ist nicht gut. Das ist zu knapp. Oder meinst du diesen Teich, meinst du hier? Und das wird gehen. Ich glaube, das ist gerade so, obwohl es auch knapp, aber mal gucken. Dachte, du meinst, dieses ist ein Teich auf der Seite. Hat noch nicht gereicht, dass sie oben raus sind, ne? Aber um einen Tag, 9 Stunden, war die Stromlieferung schon mal wert. Wollen wir schon mal gucken, wo wir einen guten Preis für Heu bekommen, für die Heupellets. Tierbedarf. Habe ich 2 mal Leerpalette dabei. Ich glaube, die schmeiße ich dann schnell hier in die Mehlproduktion rein, ne? Mal in die Runde fragen, ob euch eigentlich noch nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Oder ihr denkt doch, komm, egal. Vor allem die fleißigen Tippgeber immer. Fällt doch jedes Detail auf.
Zumindest wenn irgendwo was fehlt oder irgendwas gemacht werden könnte. Warte noch. Ups, einmal in die Kabine ab. Die Haare schön. Ja, der Friseur war bei uns. Gut, das war gestern Abend schon tatsächlich. Sehr unaufmerksam, Pascal. Aber fiel vielleicht gestern nicht auf, weil ich gestern Kopfhörer auf habe, ne? Im Multiplayer habe ich ja immer Kopfhörer auf. Also ich glaube, oh, das muss stärker an. So, fahren wir zum Tierbedarf. Wieder ein paar Euros verdienen. Ja, was ist los, Orchestro, Firefighter? Was habe ich denn so gemacht jetzt die letzten 10 Minuten? Oder Black Forest. Was habe ich so gemacht in den letzten 10 Minuten? So. Wir machen ein bisschen Rätselspiele, ne? Damit ihr auch hier an Bord bleibt da und nicht nur im Burg seid, liebe Leute. Ein bisschen aktiv verfolgen das Ganze. Ihr verdient. Das ist eine gute Idee. In dieser Folge, also in den letzten 12 Minuten 30 Sekunden, was mit dem Polier zu tun. Die Altpapierbeine sind Zellstoff gefahren. Nee, wo kommen denn Altpapierbeine her? Beine zu Zellstoff gebracht. Orchestro ist schon mal da dran. Spoiler. Zumindest einer, der aufgepasst hat. Juhu. Mensch, Mensch, Mensch. Weil Altpapierpaletten habe ich noch nicht. Die fangen ja gerade erst an zu arbeiten. Und eine Ballenlage hatte ich logischerweise auch keine, ne? Sondern welche Ballen habe ich gerade eben rausgenommen? Irgendwelche Entschuldigungen gesucht hier. Sowohl als auch. Hatte ich mir überlegt. Eine Mehlfabrik jetzt nicht unbedingt. Hanfmehl oder Flachsmehl. Ach,
bin ja schon seit wann Hanfbein in die Zellschaft gehen. Ja, irgendjemand, der dann da so gesehen hat, was macht der da? Ach so, okay, das geht, wusste ich gar nicht. Aber sich noch nichts bei gedacht hat, ne? Big Ben wahrscheinlich, vielen Dank. Für Teilnahme, für aktive Teilnahme. Ja. Ach, der Back Force ein bisschen was zu tun hat. Wenn er die Produktionsübersicht sowieso überarbeitet. In der Zellstoff, weil Altpapier ja als Booster reinkommt. Das ist natürlich immer, wenn ein neuer Produktionszweig zu einer Produktion dazukommt, darauf achten, im Produktionsmenü ist es standardmäßig immer auf Auslagern. Ne? Ihr müsst es dann einmal wieder durchklicken. Und selbst wenn Einlagern drin steht, müsst ihr es trotzdem einmal durchklicken, damit das Spiel merkt, dass es das Einlagern wirklich gewollt ist. Ansonsten werden die Paletten dann rausspawnen. So, nächste Ladung. Ja, ich dachte, Zellstoff, irgendwie macht das Sinn. Da mal ein bisschen mehr noch reinzubringen. Produktionsstätte, die man sowieso von Beginn an hat. Weiß auch gar nicht, warum ich vorher nicht auf die Idee gekommen bin. So, das Display hier ist ein bisschen erweitert, ne? Bisher war ja nur Hackschnitzel. Gut, hier wird Strom sogar angezeigt. Eine Leerpalette. Thema, ob ich Strom anzeigen lasse, ne? Okay. Hanfschwatt, Lackschwatt und Altpapier. Altpapier haben wir jetzt hier noch nicht am Start. Was ist Neues? Produktion wählen. So, und dann haben wir hier Dämmung. Dämmstoff, Leute. Hier brauchen wir ein bisschen Dämmstoff. Schöne hier ISO-Rolle, da schöne Rockrolle, Glasrolle, mit schön juckt. So, aktivieren und aktivieren. Entweder aus Hanf, ne? Also zwei Produktionslinien. 2.500, damit auch ein bisschen was durchgeht, weil man hat ja vom Schwatt eigentlich genug. Man muss halt gucken, nur ein bisschen was gehört in die Textilproduktion, ein bisschen was kommt jetzt in die Zellstoffproduktion, denn hier wird jetzt ordentlich Isolierung hergestellt. Wie ich schon sagte, ups, ihr müsst gerne einmal durchklicken, dass es auf Einlagern steht, ne? Damit das auch wirklich eingelagert wird. Gucken wir uns nachher mal eine Palette an, für die ist eigentlich ganz gut geworden. So, mal schauen, ob es, ja, müsste eigentlich gehen. Ich spiele mit mal 2 und produziere jetzt auf beiden Linien. Also dementsprechend ist die Zellstoff ein bisschen wirtschaftlicher geworden und man kann damit noch ein bisschen Geld verdienen. So, was wollte ich denn jetzt? Fisch hatten wir letztens schon gemacht. Ist auch irgendwie nichts drin da oben, was ich noch groß machen kann, außer den Diesel. Also machen wir das mal als nächstes. Oder? Ich fahre mal zu, irgendwas war auch noch mit Leerpaletten. Ich schicke den mal zum Sägewerk 2, ne? Das Speedy, na moin. Guten Abend, seid gegrüßt, Roger, vielen Dank. Altpapier wollte ich nicht als Booster beim Dämmstoff haben, ne, genau. Weil sonst haben wir wieder viel zu wenig davon. Aber wer weiß. Ricardo, vielen Dank für den dicken Sub, Stufe 3 im 15. am Start. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. So, Standard Sägewerk 2. Ne? Da hatten wir noch ein paar Leerpaletten. Glaube ich zumindest. We will see. Idiot. Ja, muss ich mal gucken. Auf 10, ja, vom Abfahren, ne? Der andere, der Flüssigkeiten transportierende. Holzfäller, der eine, Holzfäller, der andere. Der Paletten kommt. Die stehen da oben noch drin, sobald die nächste Ingame-Stunde rum ist. Haben wir ja oben dreimal elektrische Ladung, die dann eigentlich rausfliegen müsste.
Ich meine mich zu erinnern, dass da noch Leerpalette stand. Hinter dem Diesel jetzt, hinter dem Holzfäller-Diesel, glaube ich, war das. Hätte sich angeboten vom Zentrallager mit zum Sägewerk, wäre dann keine Leerfahrt gewesen. Ach so, ja, nochmal zu gucken. Da muss ich aber vorher erstmal wieder alle abchecken. Was brauchen die eigentlich? Ich glaube, wir haben auch Booster. Ist ja noch nicht so lange her. Wir haben ja nur, ne? Sägewerk habe ich eigentlich erst seit letzten Monat, oder? Also vielleicht vorletzten, obwohl ich glaube schon länger, aber habe ich es, glaube ich, sogar vor dem Winter gemacht, oder? So viel Zeit weggespult. Sollen wir mal gucken, wie viel ist hier noch übrig? 25.000 Liter danach. Das ist mutig, jetzt erst auf der NF-Marsch anzufangen, wo es schon so viel Auswahl gibt. Schwierig, guck auch ein bisschen auf persönliche Gameplay drauf an, natürlich. Man sollte immer Auge auf Mission haben. Produktionen sind am Anfang schon teuer. Also gerade zu Beginn hat man meistens jetzt nicht so viel Cash, um schon dick in Produktion zu investieren. Ansonsten wenden Sie sich vertrauensvoll an die Produktionsberatung McForest und Pascal. So, machen wir auch erstmal da oben diese beiden, ne? Beim Sägewerk 2 auch. Teile ich. Ja, wohl da aufzuteilen ist eigentlich ein bisschen. Na, ist egal. Wir müssen ja eh alle was kriegen. Ist der denn schon wieder leer mit Kartoffeln? Ist das ein Ernst? Die anderen beiden Flüssigkeitenfässer stehen da vorne rum. Also mal schauen, dass wir Gärreste zum Separator geliefert kriegen. Dürfen wir irgendwo genug haben. Müssen wir mal schauen, welche Biogasanlage Gärreste-mäßig gut am Start ist. So, Isolierung haben wir jetzt schon fast 400 Liter. Kann man am Baumarkt sinnigerweise verkaufen, ne? Das andere ist noch nicht eingebaut. Soll natürlich später auch an der Baustelle verkaufbar sein, ist klar. Und bevor ich das noch vergesse, schreibe ich mir lieber nochmal auf. 311.000 Liter Bretter, das ist eine ganze Menge. Lagern wir einmal schnell um ans Hofsilo. Da freut sich auch die Sämaschine, dass sie wieder voll machen kann. Mit Strom und Komposter anfangen, dann Dünger und Saatgut. Ja, Komposter macht auf jeden Fall Sinn, wenn man so ein bisschen Rohstoffe hat, die man da reinschmeißen kann. Schon schwierig, also es gibt ja viele Optionen. Der Milch-LKW könnte eventuell lokal beliefern. Nee, kein Milch da. Zu wenig Kühe. Kuharmut oder Milcharmut haben wir. Den jetzt erstmal auf Flüssigkeit umrüsten, damit er dann Gärreste, wie gesagt, wollte ich gleich gucken, welche Biogasanlage mehr hat. Da haben wir mittlerweile echt viel. BGA Süd 400.000, sehr nice.
Heizkraftwerk zu Beginn, um das billige Strom gut zu... Naja, gut, weiß ich nicht. Heizkraftwerk. Nee. Aber das ist ganz lustig. Also wenn man jetzt, glaube ich, 10 Leute fragen würde, man würde mindestens 5 verschiedene Meinungen kriegen. Und es liegt auch immer so ein bisschen persönliches Gameplay einfach, ne? Worauf hat man Bock? Spielen wir erstmal mit Tieren, macht man ohne Tiere erstmal, stürzt man sich wirklich am besten erstmal mit so einer kleinen Flotte auf Missionen. Wie spielt man Missionen? Nimmt man die Fahrzeuge aus den Missionen mit? Macht man mit Mietfahrzeugen, mit Mietkauf oder... So schwierig. Gibt ja doch eine Menge unterschiedliche Herangehensweisen. Gärreste. Separator befüllen. Separator Güllemist. Und das ganze Holz ab. Erstmal an der BGR Süd. Gutes Gelingen. Der kann ein paar Mal fahren. Stört uns nicht. Der steht hier noch rum. Und die stehen hier rum. Gut, wie gesagt, ich muss ein bisschen auf die Folgenlänge achten. Liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Der Spoiler für die Folge habt ihr auf jeden Fall gesehen. Und mal schauen, was es noch für Spoiler im nächsten Bereich gibt. Ne? Bis dann, vielen Dank. Und tschüss.